Wir sind live drauf bei 16bars.de. 16bars.de. Hallo und herzlich willkommen zu 16bars. Heute geht es um Beef und Krieg. Und zu Gast bei uns ist Chip MC aus dem Blockwald im Eichelgebiet. Heute stellen wir ihn ein paar Zuschauerfragen, weil einige seiner Fans mehr über die Beef-Geschichte erfahren möchten. Natürlich werden wir auch über sein kommendes Album Chipmunk for Life sprechen, wann es kommt und welche Featured Artists darauf vertreten sind. Aber nun zu dir, Chip. Willkommen bei uns im Studio. Wir freuen uns, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ja klar, kein Problem, ne? Ich muss erstmal hier den scheiß Joint hier erstmal wegflitschen. Hui. Naja, auf jeden Fall bin ich immer gerne bei euch und ja klar, ne? Willkommen bei 16bars.de. Wollen wir direkt mal in diese Beef-Geschichte einsteigen? Es ist ja mittlerweile überall bekannt, dass du dich mit den Chipmunks, Alvin, Simon und Theodore nicht besonders verstehst. Oder um es klarer auszudrücken, krassen Beef hast. Ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja, also ich bin es langsam leid, immer ein Statement darüber abzugeben, aber boah, ich mache das natürlich gerne, ne? Und natürlich auch für meine Fans. Also, ihr müsst zu dem wissen, zu der Anzeige, die da am Laufen ist, dass diese drei kleinen Krüppel versucht haben, in meinen Baum einzuziehen und versucht, von meinen Nüssen zu naschen. Ja. Ja, und ich hab halt wie ein Ghetto-Chip reagiert und hab mir einen Ast genommen und hab die alle kaputtgeschlagen. Mhm. Natürlich habe ich daraufhin die Anzeige bekommen, aber das war ja Hausfriedensbruch und diese kleinen Pisser, das hat sich gefallen, das ist ein Spassen, Mann. Absolute abgefuckte Spassen, Mann. Okay. Den Fans ist zu Ohren gekommen, dass du auf deinem zukünftigen Album mehrere Tracks hast, in denen die drei von dir gedisst werden. Steckt da Wahrheit hinter? Ja, also mehr oder weniger schon zu 100%, ne? Klar, sind ein paar Tracks drauf, wo ich die richtig wegdisse. Also die haben schon ein paar ordentliche Lines verdient und die kriegen die von mir auch auf den Kopf gebacken. Also diese kleinen, dreckigen Strohpelzer, was sie sind, meinen sie, weil sie jetzt einen Kinofilm haben, können sie einen Hype kriegen und sich alles erlauben mit ihren komischen, bunten Pullovern. Ja. Und der eine trägt ja, glaube ich, irgendwie eine Brille, ne? Den habe ich allerdings von der Nase geschlagen. Naja, auf jeden Fall, ja, das stimmt auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall übelst weggedisst. Chip MC steht für sowas. Ne? In den Medien stand auch, dass du ihren Hype beneidet hast, weil sie ein wenig bei Erfolg mit ihrem neuen Kinostart Alvin und Chipmunks 2 hatten. Chip? Ich und ihren Hype beneiden, niemals. Also ehrlich gesagt habe ich das auch, bin ich in meiner Situation, ein Chip in meiner Situation hat das gar nicht nötig, weil von mir auch ein Kinofilm geplant ist, der natürlich selber aus meiner eigenen Tasche finanziert wird, im Gegensatz zu diesen kleinen Strohpelzer. Und dieser Film erzählt mein Leben und von Kindheit bis jetzt, von Blockbaum zu Blockbaum. Und was die für einen Film haben, ich meine, klar, von mir soll sie ihren Hype fahren, das interessiert mich ein Scheißdreck. Das ist mal wieder der beste Beweis, dass in den Medien nur Scheiß erzählt wird. Aber naja, ich bin ja dafür hier, um dafür gerade zu stehen und die korrekte Antwort zu geben. Auf jeden Fall beneide ich ihn nicht, nein, also das ist alles eine hochgepushte Scheiße, das Marketing. Schönen Gruß an Bravo und ja, ihr könnt mich alle mal, ne? Also, nee, niemals. Mein Kinofilm wird, da bin ich sicher, auch viel erfolgreicher und viel kassenreicher einschlagen als von diesen drei Strohpelzern, ne? Okay. Zu deinem Album zurück. Wer wird alles auf deinem kommenden Album vertreten sein? Also werden einige dicke Künstler ihren Shit zum Besten geben. Zum einen ist da Elskill, mit dem ich auch schon frühere Projekte zustande gebracht habe und die auch immer gut angekommen sind. Mit dem ich übrigens auch privat sehr gut verstehe. Gruß ihr an dieser Stelle. Als nächstes ist Rattenplage dabei, der ja auch schon einen festen Namen hier im Geschäft hat und mit dem komme ich auch eigentlich bestens klar. Und Storchenclan, mit denen mache ich ja sowieso immer was und wir haben schon ein, zwei gute Tracks da geplant, die da auf das Album kommen und natürlich auch erscheinen werden, die richtig bomben. Ja, und das Ganze wird dann in Zusammenarbeit mit Storchenclan ein Video gedreht und das wird dann halt bei Animal TV ausgestrahlt. Dann das wird auf jeden Fall auch ein sehr gutes Video, da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann zum einen Mensch. Ich meine, der Junge, der ist echt krass, also der glaubt wirklich, der ist ein Mensch, aber der macht, also sein Image ist halt so. Ich meine, nichts gegen ihn, er ist ein super Rapper, deswegen hab ich ihn auch auf mein Boot geholt, aber der weiß, was ich meine. Du bist verrückt, Mensch, Alter. Und das Ganze, der ganze Shit ist produziert unter anderem von Bieber Beats, die auch immer super Beats machen, die ich immer meine Seite hab, und von Uhuholic. Weil Uhuholic, finde ich, ist ein sehr facettenreicher Künstler. Der hat sehr geile Beats und gefallen einfach, ne? Ja, und
Dann zum allerletzten Schluss kommen noch, zwei Künstler drauf vertreten, die ich jetzt noch nicht nennen will. Aber es sind zwei Überraschungsgäste so und ihr könnt euch extrem darauf freuen, weil es sind echt krasse Namen im Geschäft, ne? Ihr wisst schon, wen ich meine. Ja, und ja, wird auf jeden Fall eine dicke Scheibe, ne? Die Fans warten schon ungeduldig. Kannst du uns verraten, wann ungefähr dein Album released wird? Da es ja schon mehrere Male angekündigt wurde, aber immer wieder mal verschoben wurde. Ja, Mann, also da muss ich mich echt bei meinen Fans entschuldigen. Das stimmt wirklich, das ist wirklich schon drei oder viermal angekündigt worden und verschoben worden. Aber das waren halt Sachen, die erstmal mit dem Gewerbe geklärt werden mussten, also geschäftliche Dinge. Und zum einen wollte ich zuerst ein ganz anderes Album planen, einen ganz anderen Style, ganz anders. Normalerweise würde Chip for Life gar nicht da stehen, aber ich habe mich jetzt doch noch umentschieden. Weil ich einfach der Meinung bin, dass was Besseres auf den Markt kommen muss. Und das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn es kommt. Und es wird spätestens in einem halben Jahr wird das in den Läden stehen, meine Freunde. Und ja, und dann werdet ihr schon sehen, was Sache ist. Dann werde ich aufräumen und das ganze Game nochmal komplett umkrempeln. Aber meine Fans wissen schon, was ich meine, ne, Leute. Und ich danke euch auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr alle mit diesem Album eine gute Unterhaltung erlebt und viel Spaß habt. So, besonders in den Zukunft drei Pelzer-Dinger da. Auf jeden Fall, das wird spätestens in einem halben Jahr released, ja. Ja, was genau willst du mit deinem neuen Album aussagen? Also, was ist deine persönliche Message auf der Platte? Meine persönliche Message? Also, dieses Mal wird es wieder ein richtig heftiges Hardcore-Album, also es ist richtig Ghetto-Wald. Von A bis Z erklärt, wie es ist, auf der Wiese zu leben. Von Grashalm zu Grashalm, von Blockbaum zu Blockbaum. Was man da erlebt und ich habe alles gesehen. Meine Fans wissen das und das spiegelt sich auch in meinen Songs wieder. Und ja, ich meine, dieses Album ist halt ein richtiger Ficker. Und oder sagen wir mal, er wird ein richtiger Ficker. Da können sich andere Rapper wieder warm anziehen. Und ich danke meinen Fans jetzt schon für mein Gold. Und ja, naja, auf jeden Fall werde ich mich auf jeden Fall selber auf meine Scheibe freuen und mir zum allerersten Mal meine eigene Mucke in meinen AMG reinpumpen, wenn das Album da ist. Also das werde ich auf jeden Fall erstmal dick abchecken, weil ich sowas sonst nicht mache, weil ich auch viel zu beschäftigt bin, um jetzt meine Mucke da großartig noch im Auto unterwegs zu hören, weil ich ja selber produziere und genug Zeit damit verbringe. Aber dass natürlich meine Fans total darauf stehen und meine Mucke lieben so, das ist natürlich das Wichtigste und das freut mich auch ohne Ende. Und deswegen habe ich das Album auch für all meine Fans rausgebracht, auch wenn sie nicht aus dem Ghetto kommen, um denen mal zu zeigen, wie Ghetto ist, ein bisschen was zu erklären, aber natürlich nicht jetzt fertig zu machen, auch wenn oft viele Messages in meinem Album da in diesem Thema vorhanden sind, so fühlt euch nicht angesprochen, es ist einfach nur ein bisschen was unterstrichen. Also auf jeden Fall wird es eine super Scheibe. Alles klar, das dürfte den Wissenszunge der Zuschauer wenigstens ein bisschen stillen. Ich bedanke mich, ich finde es korrekt, dass du hier gewesen bist, dass du den Weg hergefunden hast und hier noch eine kleine Message von Chip MC an seine Fans. Ja, Leute, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr meine Mucke immer so unterstützt habt, dass ihr mich supportet habt. Vielen Dank auch an mein Forum. Und ich find's einfach super, dass euch meine Mucke gefällt. Ihr habt mich alle Jahre begleitet und ihr seid für mich wie eine Familie geworden. Und das ist nicht nur so dahergesagt, das ist wirklich so, denn die Leute, die meine Mucke kaufen, die verstehen es auch. Die anderen können mal blasen. Und auf jeden Fall finde ich das super korrekt von euch. Und ja, Alter, Chip MC for life, Mutterficker! Das war Chip MC, heute zu Gast bei uns im Studio. Wir danken den Zuhörern und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich bin euer Moderator Dennis Apennis und ihr hörtet 16bars.de. 16bars.de. 16bars.de.